Wenn man aus der Türkei kommt, wie sieht jetzt die Lage aus? Ich bin geimpft, vollständig geimpft, brauche ich jetzt noch einen negativen Test und muss ich in Quarantäne? Die, ich glaube, sehr, sehr schöne Antwort in aller Deutlichkeit ist zweimal nö, nö, brauchst du nicht. Und zwar sieht die Rechtslage wie folgt aus. Zurzeit ist die Türkei noch Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass du grundsätzlich einen negativen Corona-Test machen müsstest und dass du auch 10 Tage in Quarantäne müsstest und dich frühestens 5 Tage nach Einreise freitesten lassen könntest. Du siehst schon, furchtbar viele müsste, könnte, würde. Ja, das alles gilt nämlich für dich nicht. Wenn du einen genesenen Nachweis hast oder geimpft bist, vollständig geimpft, dann gilt das Ganze für dich nicht. Dann wirst du nämlich sozusagen einem negativ Getesteten gleichgestellt. Das heißt, du musst das Ganze klar natürlich den Behörden entsprechend melden. Ja, das schon. Aber du kannst dafür sorgen, dass du erstens keinen negativen Test bei der Einreise brauchst. Da wirst du gleichgestellt als Geimpfter mit jemandem, der negativ getestet ist. Und das Schöne ist vor allem, dass wenn du, obwohl du aus einem Hochinzidenzgebiet kommst, dass du die Quarantäne komplett vermeiden kannst. Ja, und das können die mit dem negativen Testergebnis alleine nämlich nicht. Also sprich, wer nicht den genesenen Nachweis hat und wer nicht voll geimpft ist, der muss tatsächlich mindestens 5 Tage in Quarantäne. Da kann man sich eben frühestens 5 Tage nach Einreise freitesten. Allerdings gilt das tatsächlich nur dann, wenn du eben nicht schon genesen bist und einen entsprechenden Nachweis hast oder geimpft. Wenn das der Fall ist, ja, dann bist du sofort frei sozusagen. Du musst den Nachweis erbringen über den Genesungsprozess sozusagen und den Impfnachweis. Aber dann musst du ja 0 Tage in Quarantäne. Du kannst direkt wieder los und ich glaube, das ist eine super Nachricht. Also sprich, wenn das in unseren Videos noch nicht hinreichend deutlich geworden ist, weil viele ja nochmal gefragt haben, deshalb nochmal in aller Deutlichkeit, für Genesene und Geimpfte gibt es hier wirklich einen absoluten Sonderstatus. Wie gesagt, bei nur negativ Getesteten ist das anders. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn man aus Virusvariantengebieten kommt, was die Türkei aber zurzeit auf jeden Fall nicht ist. Wenn man allerdings aus einem Virusvariantengebiet kommen würde, ja, dann hilft leider nichts. Dann muss man sogar 14 Tage in Quarantäne, egal ob negativ getestet, geimpft oder genesen. Aber Gott sei Dank, davon sind wir ja weit entfernt. Also, das hier gute Nachrichten für alle Geimpften und Genesenen. Direkt aus dem Urlaub kann man wieder loslegen. Insofern, ja, gute Nachrichten mal. Freue ich mich besonders, wenn ich die auch mal verkünden kann. Wenn du denkst, cool, sie hat die Frage beantwortet, was ist denn mit meiner Frage? Da muss ich sagen, schreib mir einfach nochmal. Schreib einfach in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail an nicole@kanzlei-mutschke.de, schreib mir auf Instagram, wo auch immer du möchtest. Wenn du dranbleibst und besonders viele die Frage gestellt haben, dann ist deine Chance sehr, sehr groß, dass wir auch für dich extra ein Video nachliefern. Also, du siehst, es läuft, bei anderen läuft es auch, bei dir wird es auch laufen. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video, vielleicht sogar in deinem.